denken, wenn es nicht wiedergegeben ist, geht man davon aus, dass es ein Feindflugzeug ist. Der Turm war sehr schnell schwenkbar, die Kanonen auch sehr schnell mit Auf- und Abbewegen betraut und hatte eine sehr hohe Feuerkadenz, das heißt eine sehr schnelle Schussgeschwindigkeit. Und diese Panzer wurden meist auch in Gruppen eingesetzt. Wir fahren jetzt gleich und ziehen rechts daneben eine Stellung, um einen möglichen Gewässerübergang zu sichern. Wir fahren jetzt gleich und ziehen rechts daneben eine Stellung, um einen möglichen Gewässerübergang zu sichern.